Hallo und herzlich willkommen zu diesem Capstone-Video. In diesem Beispiel wollen wir die gegebene Wertetabelle vervollständigen. Wir wissen, dass die beiden Größen x und y zueinander indirekt proportional sind. Was heißt das allgemein? Das bedeutet, y ist nichts anderes als eine Konstante durch x, beziehungsweise, wenn ich hier umforme, dass das Produkt von x und y immer konstant ist. Und dieses Argument wollen wir hier nutzen, um die Wertetabelle zu vervollständigen. Also, wir haben hier zwei Werte gegeben. Das heißt, das Produkt der beiden ist immer konstant. Das heißt, k ergibt sich, wenn ich minus 3 mit 4 multipliziere. Also k ist dann minus 12. Das heißt, das Produkt der x- und y-Werte muss immer minus 12 ergeben. Und dadurch können wir die Wertetabelle nun vervollständigen. Das heißt, minus 2 mal 6 ist ja minus 12. Minus 1 mal 12 ergibt minus 12. 1 mal minus 12 ergibt minus 12. 2 mal minus 6 ergibt minus 12. Und 3 mal minus 4 ergibt minus 12. Und wir haben die Aufgabe gelöst.